Heute backe ich mit dir einen richtig leckeren, obstigen Schmandkuchen. Und zwar backe ich einen Birnenschmandkuchen und der Kuchen ist gefüllt mit einem Birnenpudding. Und los geht's! Für den Teig brauchst du folgende Zutaten: 260 Gramm Mehl, ein Ei, 100 Gramm Zucker, einen gehäuften Teelöffel Backpulver und 130 Gramm Butter. Die Zutaten gibst du einfach alle in eine Rührschüssel und lässt die miteinander verkneten, sodass ein fester Teig entsteht. Wenn der Teig noch viel zu viel bröseln sollte, kannst du etwas Milch hinzugeben. Wenn der aber viel zu klebrig sein sollte, gibst du einfach noch etwas Mehl hinzu. So sollte der Teig dann aussehen, also der sollte zu einer festen Kugel sein. Den befreie ich jetzt von dem Knethaken und dann können wir den Teig auch schon die Springform auslegen. Ich habe mir hier schon eine Springform mit einem Durchmesser von 26 cm eingefettet und habe die mit Mehl bestäubt. Jetzt nehme ich ca. 2/3 des Teiges und drücke den auf den Boden der Springform glatt und den Rest des Teiges forme ich dann zu einer Kugel, sage ich mal, und drücke dann den Rand fest mit dem Teig, sodass so ca. 2 bis 3 cm Rand entsteht. Die Springform stelle ich jetzt kurz zur Seite, denn als erstes müssen wir uns noch um den Birnenpudding kümmern, der dann hier hineinkommt. Für den Birnenpudding brauchst du vorerst 3 Zutaten und später noch Birnen. Als erstes benötigst du 750 Milliliter Birnensaft, 2 Päckchen Vanillepuddingpulver und 80 Gramm Zucker. Als erstes gibst du jetzt den Zucker zum Vanillepudding hinzu, also zum Vanillepuddingpulver, und gibst ca. 100 Milliliter Birnensaft hinzu und rührst das zu einer glatten Masse. Danach gibst du dann den restlichen Birnensaft in einen Topf hinein und lässt den aufköcheln, gibst dann hier die glatt gerührte Masse hinzu und rührst dann den Pudding ca. 1 Minute, während der kocht. Der Birnenpudding ist schon fertig. Währenddessen habe ich mal gezaubert. Und zwar habe ich 5 kleingeschnittene Birnen herbeigezaubert. Natürlich habe ich die eben nebenbei noch schnell in ganz feine Stückchen geschnitten. Und die 5 Birnen werden jetzt hier unter dem Birnenpudding noch untergerührt. Und dann kann die Füllung auch endlich auf den unwiderstehlichen Kuchenteig drauf. Also der jetzt noch roher Kuchenteig ist. Und nach Lust und Laune gebe ich hier auch noch richtig gerne Zimt hinzu oder etwas Vanille. Oder beides. Ich sollte mir, glaube ich, wirklich mal eine Schürze anziehen. Ich sehe gerade, dass der Vanillepudding mich eben dreckig gemacht hat. Upsi. Und jetzt muss der Kuchen recht lange gebacken werden, denn der kommt für ca. 55 bis 60 Minuten in vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze. Danach ist auch ganz, ganz wichtig, dass der Kuchen in der Form schön auskühlt. Der Kuchen ist endlich abgekühlt. Ich finde, da ist immer sehr, sehr viel Geduld angesagt, denn der dauert wirklich so 45 bis 60 Minuten, bis der ausgekühlt ist und wir dann erst die Creme herstellen können. Für die Creme habe ich auch schon alle Zutaten zurechtgestellt und sage dir direkt mal, was du dafür benötigst. Du brauchst 150 Gramm Schmand, 50 Gramm Puderzucker, ein Päckchen Vanillezucker, 200 Milliliter Sahne und ca. 2 Teelöffel Sanapat. Den Kuchen stelle ich kurz zur Seite und dann bereiten wir die Creme zu. Zunächst gibst du erst den Schmand, den Puderzucker und Vanillezucker in eine Rührschüssel und lässt die Zutaten so circa 10 Minuten miteinander verrühren, also wirklich ganz kurz. Jetzt gebe ich die Sahne hinzu, setze einen Spritzschutz auf und lasse dann die Sahne mit dem Schmand zusammen auf höchster Stufe schön cremig aufschlagen und gebe Sanapat nach und nach hinzu. Der Spritzschutz hat gerade gar nichts genützt. Also ich glaube, morgen kann ich Fenster putzen und wahrscheinlich auch Tapete putzen. Okay, also wenn ich das auch so privat mache, als jetzt nicht am Filmen bin und dann die kleine Schale nehme, lege ich einfach ganz oft so ein Abtrockenhandtuch noch drüber, damit es nicht so aussieht,
wie es gerade aussieht. Auf den Kuchen trage ich jetzt noch die Schmand-Sahne-Creme auf und dann kannst du den nach Lust und Laune dekorieren. Ich persönlich streue einfach ganz gerne einfach etwas Zimt drüber. Das habe ich zweimal einfach gesagt, aber Zimt drüber streuen ist ja auch wirklich einfach. Oder etwas Zitronenschale, also geriebene. Oder was ich auch ganz gerne mag, wenn du es lieber etwas schokoladiger magst, kannst du auch ein paar Schokoraspeln drüber streuen. Heute habe ich mich für Zimt entschieden, also bei mir auf den Kuchen kommt jetzt Zimt drüber. Weil ich habe ja generell eine Schwäche für Zimt. Und fertig ist der Birnenschmandkuchen. Das Rezept findest du auch auf meinem Blog. Da kannst du gerne nochmal alle Schritte nachlesen, denn die habe ich dir da auf jeden Fall abgetippt. Ich hoffe, dir hat das Rezept gefallen. Bis zum nächsten Mal, deine Janika. Thank you.